Wie jede Woche bin ich natürlich jetzt online auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Und höre mit euch die neuesten Songs an, die rausgekommen sind. Ich glaube, da ist ein bisschen was. Kommt gerne vorbei, vor oder nach dem Video, wie ihr wollt. Ich würde mich sehr freuen. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel. Freunde, ich habe ein Video heute Nachmittag hochgeladen von Sony mit dem neuen Fernseher mit 4K und 120 FPS. Passend zur PlayStation 5. Ihr könnt einen gewinnen. 55 Zoll das Ganze. Einfach hier oben das Video oder in der Beschreibung einfach mal anklicken. Ihr müsst eigentlich nichts machen, außer das Video gucken und einen Kommentar da lassen. Über einen Daumen freue ich mich natürlich. Aber das war's, ne? Da könnt ihr den Fernseher gewinnen. So, und jetzt, let's go. So, Freunde, heute geht es um Samra. Samra hat eine neue Single rausgebracht und passend dazu haben wir auf unserem Beat-Album tatsächlich einen Beat, den ich als Samra-Type ja, nennen könnte, sagen wir mal. Hört da unbedingt gerne mal rein zum Streamen, zum Runterladen, aber auch zum Kaufen für natürlich Rapper unter euch. Schaut da gerne vorbei, Link ist in der Beschreibung, aber jetzt, ja, Samra! So, dann würde ich sagen, wollen wir mal. Beatza und JKF haben das Ganze produziert. Der letzte Song, den wir von Samra gehört haben, war Rohdiamant Part 2 und ich muss sagen, der hat mir gut gefallen. Ich habe den öfter danach nochmal gehört, also von daher, ja, ist eine coole Richtung gewesen auf jeden Fall. Video produziert, haben wir alles. Okay, jetzt sind wir natürlich gespannt, was wir hier bekommen. Kennst du das, heißt das Ganze? Shane, bin ich mal gespannt. YouTube hat ja, glaube ich, eine Sache geändert. Kann man jetzt nicht schon, ja, immerhin in 720p. Immerhin, das hat YouTube schon geändert. Ne? Jetzt muss man nur noch in 1000 gucken, dann ist man glücklich. Oha, okay. Ich musste am Anfang, dachte ich mir so, okay, es geht so ein bisschen in die Rhythm is a Dancer-Richtung oder, was war das nochmal von Bushido? Eure Kinder, glaube ich, ne? So ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube... Yeah. Kennst du das, wenn du einen Traum hast und jeder da draußen dich auslacht? Kennst du... Okay, so eine Richtung. Ich freue mich gerade, weil ich hoffe einfach mal, dass es wirklich wie Rohdiamant 2 wirklich wieder in diese Hungerrichtung geht, ne? Dass er wirklich Bock hat auf die Mucke. Und ich muss leider, wie gesagt, pausieren, weil sonst wird es bei mir instant gesperrt. Da kann ich leider nichts machen, obwohl Samra mich sogar gefragt hat, warum ich keine Videos mehr zu ihm hochlade. Es ist, weil es halt wirklich gesperrt wird. Also die Künstler selber wissen da gar nichts von, ne? Kennst du das? Kennst du diesen Schmerz? Du liebst sie so sehr, doch sie bricht dir dein Herz. Kennst du das, wenn du lachst, doch im Innern weinst und mit 5 Brüdern ein Zimmer teilst? Kennst du das, wenn Papa dich kaputt schlägt und Mama weint, denn sie kann dich nicht in Schutz nehmen? Okay, krass. Es klingt auf jeden Fall danach, dass Storytelling, finde ich, in letzter Zeit auf jeden Fall wieder mehr zurückkommt. Ne, es ist ein bisschen, ja, es klingt so vom Sound her nach einem alten Samra, der einfach Storytelling durchzieht. Und das finde ich geil. Ich bin ein großer Fan von Storytelling. Gucken wir mal, ob er uns in seine Geschichte reinzieht, sag ich mal. Kennst du das, wenn du nichts zu essen hast, aber dafür Drogen, damit du vergessen kannst? Kennst du das, wenn du nicht weißt, wo du heute schläfst und deswegen mit dem Teufel gehst? Im Treppenhaus am Frieren, keiner hat mir beigebracht zu lieben. Doch ich denk nicht mehr an gestern. Achso, das Thema Teufel ist natürlich vorgekommen, ne? Wir müssen da natürlich so ein bisschen drauf achten, ob er sich selber auch noch ein bisschen treu bleibt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde, aufgebaut ist es so ein bisschen wie Du bist Boss von Kolle. Gibt's ja ein paar Songs, die so aufgebaut sind, ne? Jetzt nicht, dass Kolle da irgendwie, ne, irgendwie Vorreiter war oder sonst was, aber so ein bisschen aufgebaut, ne? Also wiederholt halt, kennst du das? Und dann halt Szenarien, die man sich eigentlich nicht vorstellen möchte und wahrscheinlich auch sehr vieles nicht durchgemacht hat und bezieht sich dann natürlich darauf. Denn morgen wird es besser. Auch wenn die Wolken wieder draußen und der Himmel weint, denk an mich, du bist nicht allein. Herz aus Eis, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Der Chor ist nice, der da reinkommt. Klingt so ein bisschen wie von
Heat Up oder von Nexus tatsächlich. Der macht das Ganze so ein bisschen episch. Da würde ich auch nochmal zurück zu dem Thema Du bist Boss gehen, ne? So ein bisschen so dieses motivierende Motivationsding ist da auch noch mit drin, ne? Denk an mich, du bist nicht allein. Alles grau und der Himmel weint. Denk an mich, du bist nicht allein. Herz aus Eis, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Denk an mich, du. Also eine Änderung fällt mir jetzt schon direkt auf. Er ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, so pessimistisch negativ, ne? So von wegen, dass nur die Drogen ihm helfen, wenn er wieder besoffen mit dem Auto fährt oder high oder sonst irgendwas, sondern irgendwie klingt das alles so ein bisschen nach, ja, morgen scheint wieder die Sonne, alles wird wieder gut, so ein bisschen Optimismus, ne? Ist für mich gerade definitiv eine Änderung, würde ich jetzt mal behaupten. Auch wenn wir jetzt am Ende natürlich auch wieder eine Shaitan- oder Teufelszeile hatten, sagen wir mal, würde ich trotzdem sagen, dass man so ein bisschen so eine Entwicklung sieht. Ich bin gespannt, ob das Ganze wird wie bei Bones, ne? Dass man wirklich sehr viel Selbstreflexion auch hört und dass das ein bisschen in die Richtung geht. Könnte interessant werden, ne? Bist nicht allein. Kennst du das ohne Eltern auf dem Spielplatz? Voller Wut, weil du selber mit dir Krieg hast. Kennst du das? Wenn du Ängste hast und du hoffst, dass das alles hier ein Ende hat. Die Stimmlage gefällt mir bei Weitem besser als die Pre-Hook, muss ich ehrlich sagen. Die Pre-Hook war halt sehr radiotauglich, sage ich jetzt einfach mal. Sehr, sehr, sehr poppig. War jetzt nicht so meins, auch im Hintergrund, wo er noch mal länger gesungen hat, sage ich mal, ist nicht so meins. Ich finde die Stimmlage jetzt gerade, finde ich, bei Weitem cooler. Kennst du das, wenn das erste Glas fliegt und du schwarz siehst, Messer in der Bar ziehst? Kennst du das? Ja, Habib, ich kenne das. Dieses Gefühl, wenn du Blut an deinen Händen hast. Kennst du das, wenn du deiner Frau fremd gehst? Du dich schämst, doch neben mir im Bett schläfst. Oh Mann, Alter. Also ich muss bis jetzt toi 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 sagen, ich kenne nicht eine Situation davon. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch meinen Eltern definitiv dankbar, dass ich so erzogen wurde, dass ich halt gerade sowas wie Fremdgehen und so. Puh, nee. Überhaupt nicht meins, noch nie gemacht, werde ich auch niemals machen, ist gegen Prinzipien und der ganze andere Rest davor. Ich kann mich tatsächlich nicht damit identifizieren, was aber jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass es, ne, schlecht ist oder sonst was, sondern ich finde es trotzdem eine gute Änderung zu hören irgendwie. So dieses negative, pessimistische ist so ein bisschen vorbei und jetzt kommt so der Samra, der die, ja, die Schwachen und Unterdrückten, sag ich mal, so ein bisschen supporten will. Ich bin immer bei euch so. Na, finde ich eigentlich ganz cool. Kennst du das, wenn du keine Hoffnung hast und du betest, lieber Gott, schenk mir Kraft. Im Treppenhaus am Frieren, keiner hat mir beigebracht zu lieben, doch ich denk nicht mehr an gestern. Das meine ich halt so im Hintergrund, diese hohe Stimme, die da singt, finde ich gerade ehrlich gesagt nicht so feierbar. Denn morgen wird es besser. Auch wenn die Wolken wieder draußen. Auch dieser Übergang, ne? Dieser einfache Snare und so. Also ich würd wirklich sagen, es ist ein Samra, der meiner Meinung nach eine Wandlung gerade durchmacht. Und das finde ich geil. Das finde ich wirklich cool. Weil, naja, es gibt schon genug Memes und alles, die sich einfach nur noch darüber lustig gemacht haben, dass er halt immer dasselbe erzählt, ne? Immer besoffen oder heim mit dem Auto fahren, irgendwo Autobahn, irgendwo Drogen holen, in irgendeinem Land, ne, und so weiter. Und da gab es halt schon genug Leute, die sich drüber lustig gemacht haben. Und es wurde einfach Zeit, dass er auch mal was anderes zeigt. Und ich finde, das macht er bis jetzt bei dem Song. Und der Himmel weint. Ob ich es jetzt feier oder nicht, ist ja auch schon wieder, ne, das ist eigentlich scheißegal, weil, es geht jetzt eher darum, so, ich sag mal, objektiv gesehen, ob man eine Änderung sieht, weil so viele sich beschwert haben und immer am Meckern waren und so. Und ich finde, ja, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht oder ob ich irgendwie blind, taub bin. Scheiße. Denk an mich, du bist nicht allein. Herz aufs Eis, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Denk an mich, du bist nicht allein. Ich find's krass, dass er halt die ganze Zeit sagt, du bist nicht allein und so weiter und im Video nur alleine ist. Ne? Also kann man natürlich auch wieder interpretieren, dass er vielleicht dadurch, dass er so Fame geworden ist und so weiter, eigentlich durchgehend alleine ist. Außer vielleicht jetzt ein bester Freund oder irgendwie sowas, aber so fühlt es sich wahrscheinlich an. Und er weiß, wie sich das anfühlt, auch die ganzen Situationen, die er beschrieben hat. Und deswegen vielleicht für einen da sein möchte, ne? Irgendwie sowas. Könnte man interpretieren. Alles grau und der Himmel weint. Denk an mich, du bist nicht allein.
Also allein, ne, man sieht zwar immer den anderen Schauspieler, sag ich jetzt mal, natürlich, aber so an sich ist er ja alleine, ne? Als auch Zeit, wenn die Sonne nicht mehr scheint, denk an mich, du bist nicht allein. Auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, schöner Beat. Also auch definitiv finde ich mal was anderes. So ein bisschen, ich würde mal sagen, es ist ein bisschen mainstreamiger nochmal als die anderen Sachen. Es klingt aber episch. Episch auf jeden Fall. So motivierend, episch, optimistisch. Sag ich mal. Ah ja, nice. Okay, was kommt hier? Ah ja. Geiler Beat. Jetzt endlich ist es wieder so, dass in den Outros der geile Beat ist, Alter. Okay, also ich sag euch ganz ehrlich, Real Talk, ich fand, es klang anders als die anderen Sachen. Soundtechnisch vielleicht nicht unbedingt, aber so vom Inhalt her, so vom, vom Wortgebrauch, so von diesem ganzen Optimismus, wisst ihr, was ich meine? Ich find's cool, mal diese Seite von ihm zu sehen und bin gespannt, sagen wir mal, wie sich das durch die nächsten Songs durchzieht. Ne? Mit Rohdiamant 2 hatten wir ja eher so eine Compilation von alten Titeln und Videoausschnitten und so. Deswegen bin ich gespannt. Was sagt ihr dazu? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im Stream. In dem Sinne, gute Nacht, macht's gut. Peace.